Es ist eine Tat, die bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Ein Mann erschießt seine getrennt lebende Ehefrau und den neuen Freund mit einer Uzi, 48 Schuss. Normalerweise wird da von einer Art Familiendrama gesprochen, so heißt es häufig in den Medien, aber das ist es natürlich nicht. Es ist ein klassischer Femizid, also der Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist. Doch nach unseren Recherchen ist es vielleicht sogar noch mehr. Eins vorab, schaut euch diesen Film nur an, wenn ihr euch danach fühlt. Denn er erzählt von wirklich brutalen Ereignissen. Diese Tat hat viele erschüttert. Neben der Ehefrau sterben am 19. Mai 2021 noch zwei weitere Menschen. Die Medien fragen damals entsetzt, warum? War es Eifersucht? Rache? Kann man so eine Tat überhaupt erklären? Die Schüsse waren im Kieler Vorort Dänischen Hagen gefallen. Noch brutaler als bislang bekannt. Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wir sind heute unterwegs zum Tatort. Dänischen Hagen, einer Gemeinde in Schleswig-Holstein in der Nähe von Kiel. Und hier hat dann auch eben der Mord stattgefunden. Das ist der eine Tatort. Und wir gucken uns das jetzt einmal an. Das ist nicht so ein gutes Gefühl, muss ich gestehen. Der Täter, Hartmut F., ein Zahnarzt, hatte seine Frau Hanna im Auto verfolgt. Offenbar ohne, dass sie es merkte. Er ging ihr hinterher bis zum Haus ihres neuen Partners. Also direkt hinter ihr hatte sie ja vorher GPS überwacht, also wusste, wo sie war. Das Auto war quasi verwanzt. Und dann ist er ihr hinterhergegangen und als die Tür geöffnet wurde, hat der Täter eben einfach mit so einer Uzi ja, fast zwei ganze Magazine verschossen. Also 48 Kugeln haben die Frau getroffen. Den genauen Ablauf muss später ein Gericht klären. Klar ist, alles ging rasend schnell, ohne Schreie, sagen die Zeugen später. Hannas neuer Partner, Tobias H., treffen ebenfalls 7 Schüsse, die wahrscheinlich durch Hanna hindurchgehen. Nach dem Doppelmord fährt Hartmut F. noch weiter zu einem Freund, tötet auch ihn mit Schüssen in den Kopf. Ein kaltblütiger Mord in einem bürgerlichen Milieu. Die 3 Toten prangen groß auf Titelseiten. Der Boulevard tauft den Täter Killerzahnarzt. Warum berichten wir über diese Tat? Weil sie etwas erzählt über Macht, über männlichen Größenwahn, vielleicht auch über die Unfähigkeit des Staates, ein Opfer zu schützen. Der Fall ist komplex. Das zeigen auch die Ermittlungsakten. Die Akte, das sind mehrere Leitsordner. Alleine der Hauptband, also das, wo der Fall besprochen wird, wo die Hauptermittlungen drin sind. Dann gibt es aber noch zahlreiche Beiakten, Sonderbände, Zeugenvernehmungen, woraus dann so eine Zusammenfassung gebastelt wird. Also das sind wirklich tausende Seiten an Material, die wir uns gemeinsam angeguckt haben. Ich bin schon vor dem Prozess an die Akte gekommen. Mittlerweile sind große Teile davon im Mordprozess gegen Hartmut F. öffentlich geworden. Deswegen können wir einige Dinge daraus hier zeigen. Wir tun das trotzdem sehr behutsam. Man kann hier unter anderem nachvollziehen, wie es von einer scheinbar perfekten Ehe zu einem brutalen Mord kam. Zur Beziehung steht in der Akte auch noch drin, dass es für Außenstehende ein tolles Bild war, einen glücklichen Eindruck hat es gemacht. Hanna und Hartmut lernen sich an der Uni kennen. Beide studieren Zahnmedizin. Schon nach wenigen Monaten erwartet Hanna ihr erstes Baby und sie heiraten dann schnell. Hier Bilder von der Hochzeit. Sie haben alles. Ein Haus im Grünen, 4 Kinder, Familienhund. Die Rollenaufteilung ist eher klassisch. Hartmut sei ein sehr willkommener Gast in allen oberen Kreisen in Kiel gewesen, wohingegen Hanna immer so in der zweiten Reihe stand. Viele Zeugen haben ausgesagt. Die haben das so beschrieben, dass Hanna ihren Job aufgegeben hat, auch erstmal nicht weiter studiert hat und sich um die Familie gekümmert hat. Und Hartmut F. war dafür da, das Geld zu verdienen. Und ja, so war also diese klassische Rollenverteilung Frau am Herd und für die Kinder. Und der Mann, der arbeitet, war da sehr, sehr extrem ausgeprägt. Und ja, der Hartmut F. hat wohl auch darauf bestanden. Hanna hat das offenbar aber mitgemacht. Erstmal zumindest. Wir kennen eine Person, die das Paar jahrelang begleitet hat. Ob Mann oder Frau, sagen wir euch nicht. Sie spricht exklusiv mit uns, hat aber große Angst, erkannt zu werden. Angst vor Hartmut F.
haben uns ein Hotelzimmer ausgesucht, also damit wir auf neutralem Boden sind und ja, auch niemand weiß, mit wem wir uns treffen. Wie hast du ihn eigentlich kennengelernt? Also was war euer Verhältnis? Ja, ich habe ihn kennengelernt durch einen Freund. Wie gesagt, relativ jung, so mit 18. Und tatsächlich dachte ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass er ein Klapskalli ist. Relativ dünner Typ, so groß, jetzt nicht kräftig gebaut. Der ist ja auch kein hübscher Mensch auch. Also das ist ja nicht einer, wo du denkst, wow, sondern so ein unscheinbarer, normaler Strebertyp fast. Wir hatten ja 4 Kinder, hatten sich so einen Hof gekauft. Ja, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass sie schon zu Hause war. Sie sollte auch nichts machen, außer halt Mutter sein. Und er wollte auch noch mehr Kinder eigentlich haben. Die haben auch viele Pferde gehabt. Die haben so Bio auch gelebt, mit so einem kleinen Gemüsegarten und so. Mit viel Feuer machen auch, ja, so Naturverbundenheit. Und ich glaube, wenn man jetzt hinguckt, also oberflächlich nur, dann wird man schon sagen, ah, Mensch, das ist schon eine tolle Familie. Der ist Zahnarzt, die Frau muss nicht arbeiten. Die Familie lebte ländlich am Westensee, in der Nähe von Kiel. Hier kennt jeder jeden. Und da haben die beiden viele Jahre gemeinsam gewohnt. Für Außenstehende wirkte alles sehr harmonisch. Es gibt in der Akte einen Sonderband, der heißt Familienrechtsstreit. Und hier zeigt sich dann eben etwas anderes Bild, so gar nicht mehr heile Welt. Offenbar ging Hartmut F. seiner Frau fremd und die scheint auch irgendwann dahinter gekommen zu sein. Und sie hatte eben langen Verdacht. Und im Sommer 2020 hat sie offenbar heimlich Tonaufnahmen von ihm gemacht in der Zahnarztpraxis und hat ihn dann in flagranti mit einer Zahnarzthelferin erwischt. Ja, und daraufhin trennte sie sich dann von Hartmut. Tatsächlich hat Hartmut F. offenbar ein Doppelleben geführt. Auf der einen Seite gab er den hart arbeitenden Ehemann und Familienvater und auf der anderen Seite hatte er immer wieder Affären. Offenbar hat Hartmut F. sogar bei der Erstellung von Pornos mitgearbeitet. Hier so ein Porno, bei dem sogar Freunde von ihm als Darsteller mitgewirkt haben. Lass euch mal ein bisschen alleine. Ja, bin klar. Und dann würde ich sagen, ja, gucken wir mal, was so alles passiert. Ja? Alles klar? Okay. Ja? Alles klar? Ob Hartmut F.'s Frau das alles wusste, ist unklar. Aber sicher ist, dass sie die Seitensprünge ihres Mannes tief verletzten. Ende des Jahres 2020 trennt sie sich von ihm. Hartmut F. kriegt das nicht klar und akzeptiert die Trennung nicht. Und so kommt es dann im November 2020 zu einem Zwischenfall. Laut einer eidesstattlichen Versicherung, die auch in der Akte ist, die Hanna abgegeben hat, traf sie ihren Mann ein paar Wochen nach der Trennung am Morgen des 11. November 2020. Die Kinder waren zur Schule und beide hatten vereinbart zu sprechen, Hartmut F. und Hanna. Doch weil Hartmut aggressiv gewesen sei, wollte sie das Gespräch beenden und ging ins Haus. Ja, und da zitiere ich jetzt auch ein bisschen aus der Akte. Er ging ihr dann hinterher und soll gesagt haben, jetzt mache ich dich fertig. Und dann schlug er ihr mit der Faust mit vollem Schwung auf die Nase, so steht es auch in der Akte. Am Boden liegend trat er sie mehrfach gegen den Kopf. Das hat Hanna alles in der eidesstattlichen Versicherung so geschrieben, bis der Flur voller Blut war. Ja, und irgendwann hat er dann wohl von ihr abgelassen und ist offenbar selbst schockiert davon, was er getan hat. Und sie konnte sich dann zu einem Nachbarn retten. Hanna ist danach schwer gezeichnet. Das zeigen Bilder, die später von ihr in ärztlicher Behandlung entstehen. Ihr Nasenbein ist gebrochen, sie hat etliche Hämatome. Sie zeigt ihren Mann an und erwirkt jetzt eine Entscheidung des Amtsgerichtes. Hartmut F. darf sich seinem Haus bis auf 100 Meter nicht mehr nähern und er darf seine Frau nicht mehr ansprechen oder anrufen. Auch unser Zeuge hat solche Phasen noch mitbekommen. Es hat da wohl Terror zu Hause gegeben, den ich nicht gesehen habe. Da lagen irgendwann mal Matratzen und eine Kommode vor der Tür. Ich dachte, die hätten eine Pyjama-Party. Dann hat sie gesagt, nein, wir haben uns hier verschanzt. Und weil das ja eh so ein militärisch geprägter Haushalt war, dachte ich, das ist so deren Sprache. Aber die werden sich versteckt haben vor ihm. Und da bin ich felsenfest davon überzeugt. Doch die Familie kommt trotz der Trennung nicht zur Ruhe.
Offenbar hält sich Hartmut F. nicht an diese Gewaltschutzverordnung. Er schreibt ihr immer wieder, er schreibt ihr, dass er sie lieben würde und dass er sie zurück will. Und ja, aber sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Es gibt dann aber auch wieder eine eidesstattliche Versicherung, denn die Situation spitzt sich zu. Denn Hartmut F. droht mehrfach damit, den gemeinsamen Kindern, mit einem Amoklauf, so steht es da, wenn Hannah nicht mit ihm reden würde. Und Hannah macht sich große Sorgen, denn ihr Mann hat tatsächlich eine große Anzahl an Waffen. Hartmut F. hat einen Waffenschein. Er darf sogar mit Waffen handeln. Seine Waffen lagern nicht weit weg vom Hof, in dem seine Familie wohnt. Und zwar in diesem Haus. Das ist hier die Praxis. Hier ist ein ganz zentraler Ort in der Geschichte rund um Hannah F. und Hartmut F., denn das ist die Zahnarztpraxis von Hartmut F. Hier lebte Hartmut F. seit der Trennung von seiner Frau. Die Ermittler werden später diese Aufnahmen im Haus machen. Im Keller des Hauses finden sie neben dem Dentallabor einen Raum mit einer schweren Stahltür, gesichert durch einen Zahlencode. Auch unser Zeuge kannte diesen Raum. Er hat im Keller so eine Art Tresorkammer, so eine Waffenkammer einbauen lassen, mit einer riesigen Stahltür, die mindestens 10 cm dick war. Das war wie im Kinofilm. Ja, mit Handscanner oder Fingerabdruckscan, PIN und dann nochmal so ein Schlüssel. Das war mehrfach gesichert. Und die war voll mit Waffen. Da waren wirklich Kalaschnikows drin, eine MG42. Die MG42, die hat Hartmut immer die Hitlersäge genannt. Es ist unklar, ob Hartmut F. wirklich Kalaschnikows und eine MG42 im Keller hatte. Eine Nachfrage, die wir seinem Anwalt schicken, bleibt unbeantwortet. Was wir wissen, nachdem Hartmut F. seine Frau bedroht hatte, musste er seine Waffen abgeben. Doch Kalaschnikows oder eine MG42 waren nicht dabei. Und auch als die Ermittler später seine Waffenkammer durchsuchen, finden sie noch Pistolen, Luftgewehre und jede Menge Munition. Offenbar hatte Hartmut F. also nicht alle Waffen abgegeben. Wohl auch nicht die spätere Tatwaffe. Eine Uzi. Offenbar aus israelischen Militärbeständen. Hier ist eine Uzi, eine Maschinenpistole. Mach mal heller. Man sieht da gar heller, nichts. Heller. Mit hebräischer Aufschrift. Das ist aber jetzt nicht die, oder was? Nee, das ist nicht die, aber hier sieht man ja diese hebräische Aufschrift und die gibt es eben super selten. Das ist nicht so, dass man... Die ist nicht auf jeder Uzi drauf. Die ist nicht auf jeder Uzi drauf, genau. Das ist dann wirklich eine von der, vom israelischen Militär in der Regel. Und da gibt es in Deutschland eben nicht so viele. Und deshalb ist das auch, weil das auf der Tatwaffe drauf ist, ist das eben auch speziell. Aber er hat nicht nur jede Menge Waffen, sondern auch seltsame. Im Tresor von Hartmut F. lag auch mal diese Walter PP. Die Waffe war im Dritten Reich beliebt, das Spezielle eine Gravur mit Unterschrift. In Verbundenheit Adolf Hitler. Eine Sonderanfertigung wahrscheinlich aus den 30ern. Nur eine merkwürdige Sammelleidenschaft? Die Polizei findet bei Hartmut F. und einem Kumpel auch diese Gürtelschnallen der Waffen-SS. Darauf der Wahlspruch der SS, meine Ehre heißt Treue. Das Krasse, diesen Spruch hatte Hartmut F. auch auf Kerzen, Büchern und sogar auf seinem Ehering. Aus der Ermittlungsakte geht außerdem hervor, dass F. der NS-Ideologie nahestand, sogar Kontakte zu alten Nazis pflegte. Auch unser Informant erzählt uns das. Ja, er wollte mir den immer vorstellen. Günther Adam ist einer der letzten Überlebenden des Führerbunkers in Berlin gewesen. Ein Alt-Nazi vor dem Herrn natürlich. SS-Leibstandarte von Adolf Hitler. Ich glaube, mehr geht einfach nicht. Außerdem soll Hartmut F. Briefkontakt zu dem bekannten Holocaust-Leugner Ernst Zündel gehabt haben. Er ist schon echt Nationalist, glühender Nazi, definitiv gewesen. Er fand das auch nicht schlecht, wenn wir zum Beispiel über das Thema Holocaust geredet haben. Hat er ihn geleugnet? Ja klar, er hat gesagt, er weiß bis heute nicht, wie das funktioniert. Er hätte es ja auch nie gesehen. Er hat immer dann so gesagt, er hat das so mit Spaß abgetan. Das ist ja krass, ne? Hartmut F. hatte einen Freund, mit dem er offenbar seine Leidenschaft für die NS-Zeit teilte. Philipp R., hier auf dem Weg zum Prozess. Ihr erinnert euch vielleicht an den Mann aus dem Porno? Das ist der in Jung.
Mit R nutzte Hartmut F. einen gemeinsamen Account in einem Sexforum. Dort nannten sie sich Theo Morell, nach dem Leibarzt von Adolf Hitler. Ein geschmackloser Gag oder ein Hinweis auf ihre Ideologie? Philipp R. wird später beim Prozess als Zeuge aussagen. Er ist Millionärssohn. Laut Akte ist er möglicherweise auch ein Reichsbürger. Philipp R. geriet auch ins Visier der Mordermittler. Denn er soll die Tatwaffe, so eine Uzi, zersägt und unter anderem im Nordostseekanal entsorgt haben. Bei der Suche war ich vor Ort damals dabei und habe diese Bilder gedreht. Er hat die Maschinenpistole zersägt in mehrere Teile, weil er Angst hatte, er werde mit dem Mord in Verbindung gebracht, sagt er in den Vernehmungen. Und Philipp R. war wenige Tage vor dem Mord mit Hartmut F. am Tatort. Hartmut hat dort Fotos gemacht. Es wirkt, als bereite er die Tat vor. Philipp R. will von den Plänen nichts gewusst haben, sagt er später vor Gericht aus. Wir würden auch gerne mit ihm sprechen. Über die Tat, aber auch über die Gesinnung von Hartmut F. Darf ich Sie kurz einmal stören? Ja? Wie Sie sich sicherlich denken können, recherchiere ich rund um den Mordfall Dänischen Hagen. Und ich habe die Frage, ob Sie theoretisch bereit wären, mit uns ein Interview zu führen. Weil ich habe ja noch nicht mit Ihnen gesprochen. Das Lügenpresse. Jawohl, gleichfalls. Tschüss. Ja, gab ein großes Redebedürfnis anscheinend. Und er hat uns tatsächlich als Lügenpresse bezeichnet. Ihm war es auch egal, dass ich jetzt noch mal mir den Fall genauer angucken möchte. Er beschreibt es so, dass ja alle das Gleiche berichten. Und auch, sei es vom NDR oder Zeitung, anderen Medien, den Vorwurf des rechten Gedankenguts, auf den ist er gar nicht so eingegangen. Da hat er nur gesagt, dass man da vorsichtig sein muss, dass es jetzt für diesen Fall auch keine Rolle spielt. Gut. Ja, also Interview machen wir heute definitiv nicht, aber er hat ja meine Nummer und kann sich im Zweifelsfall melden. Das habe ich ihm angeboten. Wir werden auch den Täter Hartmut F. Fragen über seinen Anwalt zukommen lassen. Zur Tat und zu seiner Ideologie. Bekommen aber keine Antwort. Aber in seiner Nachbarschaft im Dorf erzählt man uns mehr. So. Also, wir waren jetzt gerade, erzähl mal, was. Ja, wir haben uns jetzt erstmal entschieden, nicht genau zu sagen, wo wir waren. Wir waren am Westensee und haben versucht, Menschen zu treffen, die ihn kennen, die Hartmut F. kennen. Und dann erstmal hatte ich gedacht, finden wir jetzt eh keinen, der uns was erzählen kann. Und dann der Erste, den wir angesprochen haben, hat gleich eine Geschichte gehabt. Das kannte Hartmut F., kannte seine rechtsextreme Einstellung. Also er hat ganz deutlich gesagt, alle hier, Westensee, die wussten das. Der ist da offen mit umgegangen mit seiner rechtsextremen Haltung. Und natürlich läuft man immer Gefahr, seine Recherchehypothese, jetzt irgendwie war es ein Nazi-Ehrenmord, dann zu überhöhen. Dann habe ich ihn aber gefragt, meinen Sie, dass das etwas damit zu tun gehabt hat, dass er diese Sicht auf Frauen hatte und auf das Weltbild? Hat er gesagt, ja, also er geht davon aus. Es gibt dann noch einen ganz interessanten Part in diesen ganzen Akten. Das ist nämlich die Auswertung des iPhones von Hartmut F. Man kann darin sehen, dass sie tatsächlich bis einen Tag vor der Tat miteinander hin und her geschrieben haben. Und man kriegt natürlich dadurch, dass man die Nachrichten lesen kann, einen sehr extremen Einblick in diese Beziehung der beiden. Und daraus kann ich jetzt so einzelne Sachen zitieren. Kurz vor dem Mord schreibt er seiner Frau. Und wenn man das liest, dann merkt man richtig, also mir dreht es so ein bisschen den Magen um. Er entschuldigt sich auf der einen Seite für sein Verhalten, spricht von Hoffnung, wieder mit ihr zusammenzukommen und schreibt sogar von goldener Hochzeit. Und das, nachdem er auch schon gewalttätig war. Und sie antwortet immer ganz geradlinig, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Ja, und einen Tag vor dem Mord schreibt er dann Hanni, so nennt er sie da, sie solle jetzt langsam mal mit dem ganzen Quatsch aufhören. Lass uns wieder alle glücklich zusammenleben. Auch hier ist sie wieder ganz klar. Sie bittet ihn, Abstand zu nehmen, sie in Ruhe zu lassen und das auch zu respektieren. Sie könne einfach nicht mehr und sie hat Angst vor ihm. Sie wolle nie wieder mit ihm zusammen sein, aber er soll sich um die Kinder kümmern. So hat sie das getrennt. Also sie hat schon gesagt, er soll weiter der Vater der Kinder sein. Er schreibt wieder, dass er sie liebt, sie vermisst, dass er sich für sein Verhalten schämt und hasst.
Er scheint überhaupt nicht zu verstehen, was Hannah will, diese Trennung zwischen ihm als Mann und als Vater. Immer wenn sie schreibt, ich will dich nicht mehr sehen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, aber du sollst dich um deine Kinder kümmern, hat man den Eindruck, dass er denkt, es gibt da noch Hoffnung für die beiden. Irgendwann antwortet Hannah dann nicht mehr und am 18.05. um 18.22 Uhr, das ist ein Tag vor der Tat, schreibt er dann das letzte Mal, Hanni, ist da wirklich keine Hoffnung mehr für uns? Und darauf antwortet Hannah aber gar nicht mehr. Am nächsten Morgen nimmt die Überwachungskamera in Hartmut F.'s Arztpraxis diese Bilder auf. Es sieht aus wie eine Walter PPK und eine Uzi, an die er Schalldämpfer schraubt. Dann macht er sich auf den Weg. Unser Informant schildert seine ganz persönliche Einschätzung, warum Hartmut F. tötete. Also ich glaube, Hartmut war seine Außenwirkung ganz wichtig, wie er von den Leuten wahrgenommen wurde. Ja, und ich glaube, er wollte nicht, dass man ihn so sieht, wie man ihn jetzt gesehen hat in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das hat ihm unfassbar zugesetzt. Der war ja Narzisst sondergleichen einfach gewesen. Und ich glaube schon, dass ihm dieses Familienbild, dieses typische Frau zu Hause, dieses Völkische, das war ihm wichtig, dass die Leute das wahrnehmen. Und ich glaube, in dem Moment, als sich Hannah von ihm getrennt hat, er sich seinen Kindern nicht mehr nähern durfte, ich glaube, da ging es nicht darum bei dem Mord. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Es ging nicht darum, dass er seine Kinder nicht mehr sehen durfte. Ich glaube, er war zutiefst verletzt, dass dieses Bild der Öffentlichkeit, was er von sich und seiner Familie gegeben hat, dass das nicht mehr der Wahrheit entspricht. Und ich glaube, er wollte sich einfach nur rächen an ihr dafür. Das ist so meine persönliche Meinung. Das hat natürlich was mit diesem Gedankengut, mit diesem rechten Gedankengut auch zu tun, oder nicht? Also, dass dieses Rollenbild da ist, dass diese Art und Weise da ist. Ja, das ist Bestrafung gewesen. Ne? Ja. Wenn man überlegt, wie viel Patronen er abgeschossen hat. Ich habe da mal die Zahl 100 gehört. Und 48 Schüsse. 48 Schüsse, das sind ja schon zwei Magazine mindestens. Also, der hat ja mal, der hat ja nachgeladen. Der wollte sie ja zerstören. Das ist ja eine Waffe, die Uzi, die ist auf kurze Distanz, auf maximales Schadensbild angelegt. Welche Rolle spielte Ideologie bei dem Mord? Wir treffen den Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit. Er sagt, die Frau ist in der rechten Szene die Hüterin der Familie. Wenn sie aus der Familie ausbricht, wie Hannah F., könnte das eskalierend wirken. Und in dem Zusammenhang kann man zumindest sagen, dass hier eine gekränkte Eitelkeit, eine gekränkte Männlichkeit, gepaart eben auch mit den ideologischen Fragmenten der Frauenfeindlichkeit des Rechtsextremismus zum Tragen gekommen ist. Welche Rolle Hartmut F.'s Ideologie spielte, es lässt sich am Ende natürlich nicht sicher sagen. Klar ist, der Mord an Hannah F. hatte eine lange Vorgeschichte. Es gab Gewalt durch ihren Ex-Mann, er drohte mit einem Amoklauf, hatte massenhaft Waffen, von denen viele wussten. Viele wussten auch von seiner ideologischen Einstellung. Keiner hat etwas gesagt. Und das, obwohl F. ein großes soziales Umfeld hatte. Er aß sogar regelmäßig zu Abend mit einem Polizisten aus seinem Ort. Da muss man sich schon fragen, wie konnte sowas so lange einfach so weitergehen? Das ist eher die Frage, die ich mir stelle. Prozessauftakt am 23. Februar 2022. Am Landgericht an der Kieler Förde geht es los. Dreifacher heimtückischer Mord. Das ist der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Und dann kommt der Angeklagte Hartmut F. Dass ein Richter erlaubt, einen Angeklagten so lange zu filmen, ist ungewöhnlich. Es fühlt sich verkehrt an, so viel Aufmerksamkeit für einen Mann, der so viel Leid über drei Menschen und ihre Familien brachte. Ja, auch von uns. Gut 8 Stunden dauert der Prozess am ersten Tag. In den Pausen führen alle Medienvertreter Interviews, berichten teilweise live. Ich spreche Jan Kirschner. Er ist Vertreter der Nebenklage. Er kennt sich in Kiel aus, weiß viel über die Hintergründe des mutmaßlichen Täters und dessen Umfeld. Für ihn ist es unbegreiflich, dass die Tat nicht verhindert wurde. Inwieweit finden Sie, dass es eben zu diesem Weltbild, zu diesem rechtsextremen Weltbild, das alles passt, was hier passiert ist? Ja, das passt alles total dazu. Das ist auch sehr bedauerlich, dass das genau so passt, nicht? Also, wenn man das alles vorher gut zusammengezählt hätte, nicht, dann hätte man sagen können, ja, das war ja irgendwie fast vorherzusehen. Nicht? Gut 2 Wochen nach Prozessbeginn äußerte sich Hartmut F. erstmals im Gerichtssaal.
Er gestand, seine Frau getötet zu haben. In der mehrere Stunden dauernden Aussage widersprach er sich aber mehrmals. Er behauptet, er habe vor den Schüssen noch versucht, mit seiner Frau zu sprechen. Belege dafür gibt es nicht. Es könnte sein, dass Hartmut F. versucht, so an eine mildere Strafe zu kommen. Für das Gericht wird es am Ende keine Rolle spielen, ob der Täter rechtsextrem ist oder nicht. Wahrscheinlich in der kommenden Woche wird das Urteil fallen. Für mich in der Recherche hat es schon viel bedeutet und ich habe mich gefragt, welche Rolle die Ideologie gespielt hat. Was meint ihr? Und wenn ihr weiterschauen wollt, hier ist noch ein Film von uns, hier von der Fall und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren.